Wir beobachten genauestens diesen Aufbau. Hier haben wir eine Leiterschleife zwischen diesen zwei Magnetpolen, das heißt innerhalb von diesem Magnetfeld. Das eine Ende der Schleife ist verbunden mit diesem Ring rechts und das andere Ende ist verbunden mit diesem Ring links. Hier ist eine kleine Kurbel, die es uns ermöglicht, diese Schleife in dem Magnetfeld zu drehen. Und wir erkennen, dass diese zwei Kontaktringe mitdrehen. Diese zwei Kontaktringe schleifen hier an zwei Kohlebürsten, die sich nicht bewegen und die mit diesem Voltmeter verbunden sind. Wir wissen, wenn man eine Schleife in einem Magnetfeld dreht, so verändert sich der magnetische Fluss in dieser Schleife. Und durch das Gesetz von Faraday wissen wir, durch diese Veränderung des magnetischen Flusses fließt in dieser Schleife ein Induktionsstrom. Wir konzentrieren uns auf dieses horizontale Stück der Schleife. Die Kraft, die dieses Stück dreht, kann so dargestellt werden. Und wir wissen, dass der Induktionsstrom seiner Ursache entgegenwirkt, das besagt das Gesetz von Lenz. Demzufolge wirkt die Lorentzkraft diesem Vektor entgegen. Also die Lorentzkraft zeigt so. Und durch die Regel der rechten Hand oder die Korkenzieherregel können wir so feststellen, dass in diesem Leiterstück die Elektronen von rechts nach links fließen. Woraus wir wiederum schließen, dass dieser Ring rechts der Minuspol ist und dieser Ring links der Pluspol ist. Jetzt drehen wir diese Schleife um ungefähr 180 Grad, so, und sehen, dass die Ursache vom Induktionsstrom, das heißt diese Kraft, jetzt entgegengesetzt zu der oberen zeigt und demzufolge ist die Lorentzkraft hier unten so gerichtet. Daraus schließen wir, dass die Elektronen jetzt von links nach rechts fließen und daraus wiederum schließen wir, dass der Ring links der Minuspol ist und der Ring rechts der Pluspol ist. Also haben die Pole geändert. Die Pole haben gewechselt. Daher der Begriff Wechselstrom. Dieselbe Überlegungen kann man machen für dieses zweite horizontale Leiterstück. So, jetzt lassen wir die Schleife drehen in diesem Magnetfeld. Wir erkennen auch am Voltmeter, dass die Pole ständig wechseln. Genau dann, wenn die Schleife horizontal ist, ändern die Pole. Der magnetische Fluss in dieser Schleife wird berechnet durch B mal A mal Cosinus von Theta. B, das ist die Magnetfeldstärke. A, das ist der Flächeninhalt der Leiterschleife und Theta, das ist der Winkel, der gebildet wird vom Vektor B Magnetfeld und vom Normalvektor zu dieser Schleife. Wenn die Schleife mit konstanter Winkelgeschwindigkeit Omega dreht, so wie hier in dieser Animation, dann gilt Theta gleich Omega mal T. Also können wir hier Theta durch Omega mal T ersetzen. So finden wir den magnetischen Fluss als Produkt von B, A und Cosinus von Omega T. Die induzierte Spannung wird berechnet durch minus die Variation vom magnetischen Fluss
geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Nimmt man winzige Zeitspannen, so finden wir, dass die induzierte Spannung berechnet wird als minus die Ableitung vom magnetischen Fluss gegenüber der Zeit. Also leiten wir dieses Produkt gegenüber der Zeit ab. B und A sind multiplikative Konstanten, die fliegen aus der Ableitung raus, bleibt noch Cosinus von Omega t gegenüber der Zeit t abzuleiten und diese Ableitung von Cosinus Omega t ergibt Omega mal Minus Sinus von Omega t. Diese beiden Minuszeichen verschwinden und somit haben wir herausgefunden, dass die induzierte Spannung von solch einem Wechselstrom berechnet wird durch B mal A mal Omega mal Sinus von Omega t. Und da 1 der größtmögliche Sinuswert ist, ist die maximale Spannung gleich zu B mal A mal Omega. Wenn wir diese induzierte Spannung darstellen wollen als Funktion der Zeit, so finden wir also solch eine Sinusoide. Und deshalb benutzt man als Symbol für eine Wechselstromquelle dieses kleine Tilde. In dieser Animation ist eine Wechselstromquelle vorhanden. Wir schalten diesen Wechselstrom jetzt ein und stellen fest, dass der Bewegungsrichtungssinn der Elektronen ständig wechselt. Hier ist ein Spannungsmesser, den schließen wir am Wechselstrom an, so, und stellen fest, dass die Spannung im Laufe der Zeit effektiv sinusoidal ändert.